ein Rätsel. Du möchtest es nicht in deiner Wohnung haben, aber in den Mund nehmen. Es ist eine leicht verformbare Masse in einer Portionsverpackung. Es gibt drei Arten von Kaugummis. Kugelkaugummis, Streifenkaugummis und Dragé-Kaugummis. Das hat James Wrigley Jr. so festgelegt. Alles andere ist kein Kaugummi. Esteban, ich glaube, du hast hier braune Kaugummis unters Kinn geklebt und dort alt werden lassen. Dann hast du dir so einen Bartkamm gekauft und sie nachts heimlich unter der Bettdecke lang gekämmt. Es gibt die Geschmacksrichtungen Pfefferminze, Zimt und Braun. Ich allerdings stand immer auf Huba-Huba-Apfel. In meiner Jugend hat Huba-Huba-Apfel Gefühle in mir hervorgerufen, mit denen ich bis heute nicht so richtig klarkomme. Esteban, tu mir den Gefallen. Geh heute Abend auf die Tanzfläche, versteck vorher 7 Huba-Buba-Apfel-Kaugummis in deinem Bart, in der Mitte, rechts und links, und dann lässt du dir diese unter der Disco-Kugel von schönen Menschen herauskauen. Ein Kaugummi braucht 80 Jahre in der freien Natur, um sich zu zersetzen. Das hat 2 Ergebnisse für uns. Erstens, ein Kaugummi wird so alt wie ein Mensch. Und zweitens, ein Kaugummi braucht länger als Metall, um zu sterben.